Oh, ja. Wenn man was im Mund hat, geht es besser zum Aussprechen. Ah, ja. So, das letzte Spiel der ersten Runde. Ja, die Tabelle schaut aber schon mehr durchgewürfelt aus. Da sitzt sie nämlich Bayern und Manchester United ab. Vor Frankfurt, Napoli und dann kommt Celtic und Real Madrid. Wow, Celtic ist dabei vor Real Madrid. Ja, Punkte gleich 100 Punkten. Okay. Eine kleine Änderung zum ersten Spiel. Giovinco steht wieder mal von Start an weg in der Formation. Wow. Peschko. Oh. Ja, ich muss aber sagen, bis jetzt in der ersten Runde hat keine Mannschaft so richtig enttäuscht, muss ich sagen. Nein. Nicht einmal Celtic. Nein, ich auch wieder fangen können. Haben sehr gute Comebacks auch gehabt, wie Lazio oder Salzburg. Ja. Es gibt auch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, nach dieser ersten Runde, I have a favorite. Na, das stimmt. Kann ich jetzt noch nichts so sagen? Oder wer absteigt, habe ich auch noch nichts. Ich meine, Oh. 10 Unentschieden sind, glaube ich, gefallen in der ersten Runde von 16 Spielen. Das ist echt heftig gewesen, ja. Wie gesagt, das hat es bei uns noch nie gegeben. Ich meine, da muss ich jetzt auch einen großen Respekt an unser Team rausgeben, weil die haben ja die Töpfe gemacht und jetzt hat er Topf 1 gegen Topf 1, Topf 2 gegen Topf 2 gespielt, dass die wirklich auch wirklich gut getroffen eigentlich alles sind. Das stimmt, ja. Ziemlich ausgewogen, die Gruppen. Das wird aber vielleicht nicht immer so bleiben. Na, jetzt entscheidet dann schon der Spielerische natürlich. Aber wie gesagt, ich könnte auch jetzt nicht sagen, wer fliegt raus bei mir. Ich auch nicht. Oh. Nicht so ehrlich gesagt noch nicht immer, wenn ich nehmen würde. Ich sag mal, kommt drauf an, welches Team rausfliegt. Ein Wunschteam hätte ich schon. Aber oh. Schön. Schön, Blaschikowski. Ein Peschko. Aber Peschko hat, wie wir die Liga gemacht haben, noch nicht dort gespielt, oder? Nein, auch Blasi noch nicht. Stimmt. Der ist ja dorthin gewechselt, um den Verein zu retten.
Gut, ich sage mal, wenn die Teams ausscheiden, hat man eh noch ein bisschen Zeit, sich was rauszusuchen. Ja. Ich kann jetzt eigentlich auch noch nicht sagen, wo es bei den Mannschaften positionsmäßig Verbesserungen geben würde. Ah, habe ich schon ein paar. Hab schon ein bisschen was gesehen. Bankmäßig und so. Ja, bankmäßig, ja. Stürmer gefällt mir überhaupt halt nicht. Sind wir im 2 weggegangen. Da hat dieser Koller. Den habe ich schon bei mir aussortiert gehabt in der Liga. Ah nein, Peschko ist ein LM, gell? Boah. Kein Fall. Ups. Ja, das ist jetzt einmal eine Partie, die nicht auf so ganz hohem Niveau ist, finde ich. Tut mir leid, wenn ich das jetzt sage gegen deine Wiesler. Wiswa, bitte. Wiswa. Konnichiwa. Schon. Jovinko. Mit dem Ausgleich. Ja, wichtig noch vor der Pause. Zangschicken. Viele gelbe Karten. Der Wondolowski. Der ist aber Stürmer, gell? Oder? Nein, das darf ich nicht mitspielen. Aber der ist auch noch zum Beispiel. Den kenne ich gar nicht. Weiß ich, wie viel da bei Krakau. Na, den hatte ich aber bei den Polen schon. Nationalmannschaftsmäßig. Echt? Mhm. Jetzt brauchst du keine Pause mehr anmelden. Ja. Ja, eindeutig eigentlich die Statistik für Wiesler. Ein oder zwei gelbe Karten. Na, glaube ich nicht, Fuchsl. Was ist Fuchsl? Nein, hat nicht ganz gestohlen. Die haben einfach keine Stimmen. Einfach. Was, da steht die Bank 56, 59, 51, 59, 50. Die haben sich so komplett geändert einfach. Da weißt du schon, was du nachrüsten musst.
Na wurscht, ist da nix. Und bei manchen Mannschaften ist der Stürmer Überangebot. Na gut, probieren wir was anderes einmal aus. Porto zum Beispiel. Ja. Oh. Oh. Gott sei Dank. Also, dass er den nicht noch genommen hat. Das war mal Absatz, hatte ich nicht. Aber den hätte er. Beide hin müssen. Ja, Berufsspieler wäre einmal gut ins Spiel kommen. Naja, Mittelfeldspieler eben rechts. Alter. Ah, schon mitgenommen, Fischka. Ich muss so sagen, vom Feeling her ist das die Mannschaft, mit der ich mir eher schwerer tue. Okay. Oh. Das ist auch keine actionreiche Partie hier. Und bis auf die Chance jetzt von mir am Halbzeitanfang gab es nicht eigentlich keinen gefährlichen Torschuss. Oh. Na, Carillo halt auch eigentlich so. Na. Vielleicht nicht. Schön. Wenn eine Mannschaft ausscheidet, muss man sich da eigentlich in der gleichen Stärke nehmen oder egal? Egal. Schön, Dragazza. Darauf passt. Ah, wie du sagst, Carillo. So, wen probieren wir dann noch aus? Du bist nicht schneller, Bruder. Du bist auch nicht so witz eigentlich. Ach, ich probiere dich aus. Da wollen wir es so einmal. Wir müssten alle Varianten austesten. Oh, schön. Zu viel gelobt.
Ja, keine Ahnung, geht das? Oh Gott sei Dank, ein bisschen zu sehr in den Rücken. Okay. Ah, yes. Und dann kommt keiner mehr ran. Doch, einer. Ah. Und weißt du wer? Er hier. So schön verladigt und dann sowas. Ah ja, ist ja schon 88. Minute. Bist du deppert? Also Pech, dass das genau zu dem zurückkommen ist. Kano. Nein. Bobuski. Man muss aber sagen, verdient. Sehr verdient. Last-Minute-Treffer. Darf Krakau vielleicht jubeln lassen? Oh. Oh Gott sei Dank. Das war jetzt noch was gewesen. Ja, verdient aber. Puh. Ja, damit sind wir jetzt dann schon bei dem zweiten Spieltag angelangt.